Hallo euch allen, da sind wir wieder bei MenNFN19. Wir sind immer noch im Zero Chill Event unterwegs. Blizzard is coming, die 29. Challenge steht an. Es geht gegen die Tennessee Titans. Wir bekommen einen Spieler von den Jaguars, Leonard Fournette. Fournette can help you preserve a lead in the second half. Hold on to your 24-21 lead by running the ball straight at the Titans. Okay, das heißt ja bei der 3-Punkte-Führung. Sollen die gegen die Titans mit starkem Laufspiel über die Zeit bringen? Ich glaube, starkes Laufspiel, das passt zu uns. Titans haben ja auch so eine Auf- und Ab-Saison gehabt. Tolle Siege mit katastrophalen Niederlagen. Haben sich da entsprechend abgewechselt. Und ich bin mal gespannt, wo es da zukünftig hingeht. Mike Vrabel, den sie als Head Coach haben. Kann da, glaube ich, einiges bewegen. Ist ja sein erstes Jahr, seitdem er bei den Titans ist. Ich glaube, da kann sich auch etwas aufbauen. Das ist auf jeden Fall ein Team mit Perspektive, wo sich was bewegen kann, wo eine kontinuierliche Verbesserung sichtbar ist. Los geht's! Sanders, Elliott und Sharp. Walker, Casey und Butler bei den Titans. Tennessee sind wir ja auch nicht so oft. So, wir haben einen ersten Versuch und 10. An der eigenen 25-Yard-Linie. Wir liegen mit 3 Punkten hinten. Beginn des dritten Quarters. 4 Minuten sind zu spielen also. Wir haben sehr, sehr viel Zeit. So, wir laufen und gleich mal laufen wir die Außen. Da werden sich die Titans bedanken. So, wir laufen, aber über die linke Seite. Wir switchen da mal um. Los geht's. Das ist Eddie George. Boah, der hat eine Riesenlücke. Und der ist schnell. Und ist in der Endzone. Uiuiui. Da bin ich gespannt, ob Tennessee hier noch in irgendeiner Form dagegenhalten kann. Das war mal eben kurz ein 75-Yard-Run von Eddie George in die Endzone der Titans. Der PT auch gut. Und wir haben eine 10-Punkte-Führung, 31 zu 21. So, Kickoff ist on the way. Ball wird aufgenommen an der 9-Yard-Linie von den Titans. Zurückgetragen bis an die 29-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, wir blitzen hier weiter. Erster und 10. An der 29-Yard-Linie. Marcus Mariota zum ersten Mal auf dem Feld hier in dieser Challenge. Laufspiel. Wow, was für eine Lücke. Schöne Blocks. Ein Mist-Tackle. Da kommen die Titans bis an die 44-Yard-Linie. An meine 44-Yard-Linie. Derrick Henry mit einem Wahnsinnslauf. Starkes Play. Bis jetzt also sehr lauforientiertes Spiel hier, was wir hier haben. Mariota auf der Flucht. Incomplete Pass, konnte den Ball gerade noch loswerden, bevor er hier zu Boden ging. Zweiter und 10. Oh, den muss der Receiver eigentlich haben. Guter Pass von Mariota, schneller Pass. Aber Walker kann den Ball nicht halten. Das gibt einen dritten und 10. Mariota unter Druck, incomplete Pass. Vierter Versuch. So. Die
Titans wollen punten. Wir stellen unsere Safe Formation aufs Feld. Oh, der war aber gut. Glaub, ja. Gut ist übertrieben. Aha. An der 22-Yard-Linie. Da hätten sie auch einen riskanten Pass mit einer Interception am Ende hätten werfen können. Erster und 10. So, wir laufen durch die Mitte. An der 22-Yard-Linie Eddie George über die rechte Seite innen. Da ist aber ein Blocker überhaupt nicht gut gesetzt worden. Aber Eddie George kann noch am Fuß festgehalten werden. Sonst wäre der doch noch durchgebrochen. Heißt 2. und 6 an der 26. So, ein Counterspielzug. Auch wieder über Eddie George. Wir täuschen links an, laufen dann aber nach vorne. Das war mal nicht im Sinne des Erfinders. 3. und 4. So, dann gehen wir in den Frequent-Bereich hinein. 3. und 4. Nehmen wir hier den Drive. Werde ich mich direkt auf Keyshawn Johnson konzentrieren. Ich schaue mal, ob Amari Cooper vielleicht eine 1 gegen 1 hat, abhängig davon, was der Free Safety der Titans so treibt. Nein, der ist gedeckt. Oh, Keyshawn Johnson kommt gerade über die First Down Markierung, aber es hat gereicht. Das heißt, wir haben einen neuen ersten Versuch und 10 an der 33-Yard-Linie. Laufen jetzt wieder weiter. Swaim geht in Motion. Fournette läuft einfach durch die Mitte. Oh, schöner Spin-Move. Kommt bis an die 39-Yard-Linie. 2. und 4. Wieder Fournette. Diesmal geht es über die Außen. Da kommt aber ein Blitz von der linken Seite. Müssen wir doch wieder umswitchen. Wir laufen über die rechte Seite. Oh, Fournette ist unterwegs. Hat eine riesen Lücke. Und dreht sich selbst ins Aus. Der Spin-Move sollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Neuer erster Versuch und 10 an der 32. So, eine Read-Option, aber keine Sorge, ich werde direkt auf den Running Back geben, auf Ezekiel Elliott. Dafür ist mir mein Prescott zu fumble-freundlich. Elliott kommt bis an die 31. Zweiter Versuch und 8. Das war, glaube ich, schon der letzte Spielzug. Ja, im dritten Quarter. Die Uhr läuft hier runter. Weiter geht's im vierten Quarter. Also das war nicht Mike Vrabel. Nicht wundern. So, 2. und 8. Lauf durch die Mitte von Fournette. Swaim geht hier wieder in Motion. Den Spielzug hatten wir eben auch schon mal gesehen. So, neuer erster Versuch und 10 an der 22-Yard-Linie. Ja, Fournette spielt hier sehr, sehr gut. Das Schöne ist, man nimmt unwahrscheinlich viel Zeit von der Uhr bei diesen Läufen durch die Mitte. Erster und 10. Da ist die Lücke für Fournette und da ist er in der Endzone. Touchdown Cowboys. Der PET-Attempt. Ist auch gut. Damit steht es 38 zu 21. So, der Kick ist on the way. Wird aufgenommen an der 2-Yard-Linie. Boah, harter Hit, Hitstick. Aber der Returner hält den Ball fest. Erster Versuch Titans an der 22-Yard-Linie. So, 17 Punkte Rückstand. Das heißt, die Titans müssen richtig was riskieren, wenn sie hier nochmal ins Spiel zurückkommen wollen. Und Screen Pass, das war schon mal auf jeden Fall erfolgreich. Fast ein neues First Down. Ball kommt bis an die 30-Yard-Linie. Heißt, zweiter Versuch und 2. Blitz!
direkt kein Blitz so angezeigt, deswegen gehen wir übers Audible, nehmen den Overstorm Brave. 2. und 2. Schneller Pass von Mariota, vollständig. Bedeutet ein neues First Down an der 36-Yard-Linie. Wir nähern uns schon langsam dem Ende, oder besser, wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. 1. und 10. Mariota unter Druck und geht zu Boden, wird gesackt, die Uhr läuft weiter. Da ist der 5-2-Minute-Warning, die letzten 2 Minuten des Spiels brechen jetzt an. Oh, langer Pass von Mariota, aber den wirft er glaube ich weg. Wo der Druck da gar nicht so stark war, das war eine ziemliche Überreaktion von Mariota. 3. und 16 an der 30-Yard-Linie. Das ist natürlich schon eine Nummer. Gerade bei den Witterungsverhältnissen, die wir hier haben. Mariota unter Druck und wird gesackt, geht zu Boden. Die Marcus Ware kommt durch. 4. Versuch und 23. Wo läuft hier die ganze Zeit weiter? Mariota wieder unter Druck. Oh, da war eigentlich der Sack. Mann, wie ärgerlich. Der Receiver geht ins Aus. Das heißt, wir haben ein Turnover on Downs. Der Spielzug wird sich nochmal angeschaut, ob der Ball der Receiver Kontrolle hatte. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber das spielt ja keine Rolle. Weil zum First Down hat es auf gar keinen Fall gereicht. So muss man es, glaube ich, ausdrücken. Ja, alles bleibt so, wie es ist. Wir bekommen den Ball an der 27-Yard-Linie. 1. Versuch und 10. So, wir laufen mit Leonard Fournette über die linke Seite. Bekommen hier schöne Blocks. Werden aber jetzt ausgedrängt an der 19-Yard-Linie. 2. Versuch und 2. So, Eddie George über die Innenseite. Erstmal einen First Down holen. Oh, da kommen die Titans aber gut nach vorne und stoppen Eddie George. Da war die Lücke, durch die ich laufen sollte, direkt zu. Ich wollte dann zur Seite ausweichen. 3. und 3. An der 20-Yard-Linie. Eddie George, wir brauchen jetzt ein First Down. Und da ist es. Da ist ein Spin-Move und wir sind in der Endzone. Beim kleinen Hüpfer springt Eddie George in die Endzone. Sein 2. Rushing TD. Und das ist dann wirklich die absolute Entscheidung. Hier wird danach nichts mehr gehen für die Titans. 45 zu 21 der Spielstand. 1 Minute und 6 Sekunden. Sind noch zu spielen. So, der Ball ist unterwegs, aufgenommen an der 10-Yard-Linie. Retourniert bis an die 26. 1. Versuch und 10. Eine Minute und 3 Sekunden sind noch zu spielen. Vollständiger Pass von Mariota. Receiver geht direkt ins Aus, hält damit die Uhr an. Aber kein Raumgewinn. Es ist zwar schön, dass die Uhr anhält, aber man sollte generell im Football, ist nicht das Ziel, die Uhr anzuhalten, sondern Yards zu produzieren. Und das ist hier nicht gelungen. 2. und 10. Mariota, oh, geht zu Boden und fummelt den Ball. War das ein Fumble oder war er da schon am Boden? Der Ball kam sehr spät raus. Ja, der wird sich angeschaut. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ich glaube, das war kein Fumble. Nein, 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 nein. Der Ball ist immer noch bei Mariota, also schon lange am Boden liegt. Jetzt ist der Spielzug vorbei und den Ball hat er noch.
Nein, das ist kein Fumble. Kein Fumble. Die Titans bleiben in Ballbesitz. Ja, macht Sinn. Dritter und 16. Da kommen sie. Da kommen die Titans, die schon gedacht haben, hier ist eh alles vorbei. Ich konnte jetzt hier gar keinen Spielzug auswählen. Ich muss mal gucken, was meine Jungs hier jetzt spielen. Was immer sie gespielt haben, es hat zu einer Interception von Jeff Heath geführt. Erster Versuch und 10 an der 35-Yard-Linie. So, wir gehen nochmal. Spielen nochmal eine Read Option. Geben aber den Ball gleich ab an Elliott. Und er läuft und kommt bis an die 27-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 3. Wo läuft hier weiter? Eddie George jetzt wieder als Running Back aufgestellt. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir switchen mal eben rüber auf die linke. Haben das First Down. Eddie George ist durch. Ja, der ist unstoppable. Sein dritter Touchdown. Macht hier ein Riesenspiel. So, der PET ist auch gut. Haben wir ein 52 zu 21. Ganz bittere Klatsche hier für die Titans. So, Ball ist unterwegs. Bis an die 9-Yard-Linie. Sechs Sekunden noch auf der Uhr. Das heißt, wir jetzt noch mal einen Hail Mary-Versuch geben von Mariota. Von der 25-Yard-Linie. Und der ist intercepted. Deion Sanders. Auch da haben wir sogar noch mal einen Offense-Spielzug, weil noch eine Sekunde zu spielen ist. So, Leonard Fournette läuft noch einmal durch die Mitte. Das war's. Wir schlagen die Titans. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.